Es geht ja sofort los. Okay. Ho. Ring die. Soldier. Spoiler. Wir spielen nicht mit. Das hier ist Zelda. Man kann springen. Nein, 2D Zelda. Was für krasse Waffen man schon hat. Oder halt hatte. Oh Gott, sieht das Spiel schön aus. Komisch, dass die Herzen so 2D sind. Vorbei. Kann er sogar drüber hochspringen und alles. Die haben echt geschafft, einen Misch aus 2D und 3D Zelda zu machen. Geilon. Fall Gott. Du hast keine Augen im Kopf, wenn du das wirklich ernst meinst. WDSP und Link's Awakening und das hier sehen komplett unterschiedlich aus. Es ist beides der gleiche Art Stil, und zwar Chibi. Der Chibi-Art Stil. Nur hat WDSP es komplett verkackt. Also auch wenn du kannst ja auch sagen Retro, also ein Pixel-Art Stil. Dann kannst du verschiedene Pixel-Art-Stil-Spiele anschauen und manche kriegen es hin und manche kriegen es nicht hin. BDSP hat es nicht hingekriegt. Ganz einfach. Das ist der gleiche Stil, aber sie haben es verkackt. Sie haben zum Beispiel Tiefenschärfe schlecht gemacht. Das hinten drin wird alles unschärfer, vorne wird alles unschärfer und die Konturen haben sie weggemacht, aber dann werden die Charaktere groß und dann, Es gibt Mods, die BDSP tatsächlich gut aussehen lassen können. Aber selbst die schaffen es nicht, das Spiel so schön aussehen zu lassen. Geiles Level 9 Brutalanda war das. Anvisieren. Oh, das geht. Oh mein Gott, wie gut ist das gemacht? Ich will die ganze Zeit auf Dinger springen. Jetzt noch Schwert schmeißen können. Aber ist mein Masterschwert nicht komplett aufgelevelt und sollte so Beams werfen. Strahls haben. Ist ja viel zu einfach. Ich hoffe, da passiert noch was. Sollen es eigentlich, wer ist denn die? Jetzt noch rollen. Kann ich rollen? Wie heißt sie nochmal? Ritter einfach. Ritter? Stahl. Nicht Stahlfoss. Ritt. Die Fetten. In Ocarina of Time kommen die erst am Ende. Dieses Mal kommst du genau richtig. So kannst du der Prinzessin im Jenseits Gesellschaft leisten. Ding, 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 ding.
Hallo Prani. Hast du nicht gesagt am Wochenende? Keine Ahnung, Trunks hat gesagt, ich soll es jetzt spielen und Trunks hat immer recht. Und wann habe ich jemals schon mein Wort gehalten? Ist es smart, dass ich Bomben schmeiße? Ach, dies kann man zurückschmeißen wieder. Was war das für eine Logik? Was? Es geht viel zu schnell. Okay, das Timing ist ja ganz anders. Geht so schnell auf einmal. Das ist übrigens Ganon. Wer das nicht kennt, das ist Mr. Ganon. Das Schwein. Wach, 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 tot. Linke. Zelda. Linke, dreh dich um. Die Welt geht unter. So ein Held. Link, so ein Held im letzten Moment vor seinem Tod. Rettet er noch die Zelda. Herzlich willkommen zum ersten Spiel, wo man Zelda wirklich steuern kann und mit ihr spielen kann. Das ist der Zelda-Simulator. Erlebe jetzt, wie es ist, im ganzen Spiel gefangen zu sein und nichts machen zu können, außer zu hoffen, dass du von Link gerettet wirst. Bitte kaufe die andere Version vom Spiel und Link zu spielen, um das Erlebnis des Helden zu haben. Dieses Spiel ist nur die Zelda-Simulation. Hey Layla. Okay, in Smash. Smash zählt nicht. Aber ja, was ist denn das hier? Wir spielen jetzt Zelda und das ist so, das ist Zelda. Ne? Wir warten einfach darauf, gerettet zu werden jetzt. Und ich würde bei allen anderen, es gibt so viele Spiele, die das machen, bei so vielen anderen Spieleentwicklern würde ich denken, jetzt warten wir jetzt mal. Wir warten jetzt mal 15 Minuten. Wir warten jetzt mal 15 Minuten. Und gucken, ob irgendeine alternative Sache passiert. So ein alternatives Ende, wo tatsächlich Link wiederkommt oder so. Aber ich glaube, Nintendo macht sowas nicht. Ich glaube, Nintendo will, dass ich jetzt wirklich mit Zelda spiele. Und wie steuert sie sich so? Es fühlt sich an nach mehr Beinfreiheit. Wenn ihr versteht, was ich meine, Boys. Yeah! Okay. Das wird dann sehr masochistisch. Wie heißt's? Masochistisch? Nein. Frauenfeindlicher Stream. Dieser Kapuze hat der grün gewandete Schwertkämpfer zurückgelassen. Wie? Ich weiß nicht mal seinen Namen. Chauvinistisch. Das ist ein gutes Wort, ja. Oh, es wird größer. Sagt man im Deutschen echt Misogynist? Misogyn? Oh mein Gott, Crash Bandicoot, wir spielen Crash Bandicoot. Ach stimmt, wir haben ja so eine Fee. Das ist die Fee, ist nicht Navi. Wie wird sie heißen? Wie wird die Fee heißen? Ecki. Link. Es muss irgendwas Kurzes, Knappes sein. Sowas wie Waldi. Jetzt kommt so ein fetter Balken und zerquetscht die Fee.
Wann wird nicht der Schweif von der Fee immer länger, je länger wir spielen? Hallo? Das wird mir ein bisschen zu knapp hier. Das wird mir ein bisschen zu knapp. Fass es an. Touch it. Und das ist der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Der Mann wird es jetzt anfassen. Was ist das? So wie Link einfach in dieser Zerrwelt jetzt verschwunden ist. Er konnte nicht widerstehen. Also sollen wir spoilern, sonst stell doch nicht solche Fragen. Trunks, du weißt es ganz genau. Wenn du Backseat Gaming machen willst, unterdrücke es. Jeder Streamer redet laut und denkt laut. Ich werde auch nur keine rhetorischen Fragen stellen, nur damit du dich besser fühlst. Willkommen bei Tears of the Wisdom. Jetzt in 2D. 0,5. Dann bin ich von da hinten... War ich nicht im Schloss? Ich war in einem Schloss. Oder wir sind von da hinten hierher gerannt? Führt mich zu meinem Vater. Geschwind. Niederes Volk. Zelda meets Stranger Things. Naja. Also es gab schon Zerrwelten, bevor es cool war in Stranger Things. Wie zum Beispiel in Pokémon. Oder auch, hey, in Zelda selber. A Link to the Past zum Beispiel. Worauf dieses Spiel aufgebaut ist, glaube ich. Was für eine Freude. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Geht es euch gut? Seid ihr auch nicht verletzt? Ganz sieben Tage wart ihr verschollen. Kaum noch jemand rechnete mit eurer Rückkehr. Die Soldaten haben fieberhaft gesucht, aber nichts gefunden. Wir waren überzeugt, ihr wärt weggezaubert worden. Yippie, Prinzessin Zelda. Spiel mit mir, spiel mit mir. Es klafft schon mitten in der Welt, in der Stadt ein Riss. Wo? Aber wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Eure Hoheit, ich möchte euch auch noch einmal ganz offiziell zu Hause willkommen heißen. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Wenn er euch wohlbehalten sieht, wird er außer sich sein vor Glück. Achso, wenn er euch wohlbehalten sieht. Yay, mein Untertan. Ja, ja, gib mir Geschenke. Hast du ein Geschenk für mich? Nein. Köpft sie! Hinfort mit ihr! Aber ich will die ganze Zeit mit B reden. Okay. Leute, direkt einen Stern abgezogen. Ihre Haare werden nicht mal nass. Hier ist auch ein Riss. Kann ich da jetzt... Was passiert da? Nichts. Ah, Mann. Soll ich einfach... Ich laufe einfach. Es gibt ja Leute... Doggy! Es gibt ja Leute, die gucken jetzt schon alles an, aber ich mach die Quest. Reiten. Mein Ross. Hallo Maurediven. Ein Tipp. Trunks, ich spiele seit 5 Minuten. Bitte sei ruhig. Ich brauche keinen Tipp, nachdem ich die ersten 50 Schritte mit meinem Charakter gemacht habe. Was für ein Tipp, ich bin Pro-Gamer. Oh mein Gott, man kann sich reinstellen. Das Wasser sieht nach einem Bug aus. Nee. Ist das Ding? Impa, willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich euch nicht beschützen konnte. Nachdem überall diese Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Hyrule-Stadt zutiefst beunruhigt. Nun, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich neuen Mut fassen. Und ihr seid ganz allein zu uns zurückgekehrt? Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Habe ich kein Wort über Link verloren? Ach, was rede ich da? Vor lauter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr solltet euren Vater nicht länger warten lassen.
Ich bereite dir aber schon einmal ein schönes warmes Bad für euch vor. Das ich sicher nicht bekomme, weil irgendwas Dummes jetzt passiert. Mein Vater ist jetzt Ganon. Nein. Wie heißt hier eigentlich der König? Der rote Leune? Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken, genau. Prinzessin Zelda, ich bin überglücklich, euch zu sehen. Ministerin Sinstra. Wir ändern deinen Namen, ich kann ihn nicht aussprechen. Wie wär's mit Sinn? Prinzessin, wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Gleichzeitig gereicht... Könnt ihr aufhören, so geschwollen zu reden, bitte? Gleichzeitig gereicht es uns, euren ergebenen Dienern, zur größten Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Mai, wir haben dich nicht gefunden. Wie wär's damit? Einsatz. Wir haben dich nicht gefunden, verdammt nochmal. Ministerin Sinstra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht zur Hilfe eilen konnten. General Dex, Ministerin Sinstra. Euer Pflichtbewusstsein ehrt euch. Aber nun sollte erst einmal die Freude über die Rückkehr meiner Tochter im Vordergrund stehen. Geliebte Zelda, komm zu mir, damit ich dich richtig sehen kann. Wie geht es dir? Bist du wirklich ganz und gar unverletzt? Ach, was bin ich froh. Nun, erzähl uns bitte, was in aller Welt dir zugestoßen ist. Da war so ein Schwein. Ein blaues Ungeheuer hatte dich entführt. Aber da kam ein grün gewanderter Schwertkämpfer und hat dich gerettet. Ist das die Wahrheit? Doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer wurde daraufhin von einem Riss verschluckt. Was für ein tragisches Ereignis. Er hat dir das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Der Vorname vom General ist Poke. Aemon? Er ist einfach nur König. In Breath of the Wild hat der einen Namen. Wenn er von einem Riss verschluckt wurde, dann heißt das wohl, dass auch er weggezaubert wurde. Für wahr, man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. Weggezaubert. Achso, das war ein Witz, weil er Dex heißt. Ich dachte, er ist wirklich Poke mit Vornamen. So nennt das Volk es doch, wenn jemand plötzlich verschwindet, als wäre er vom Erdbrunnen verschluckt worden. So ist es. Dieses beängstigende Phänomen plagt unser schönstes Reich leider beharrlich. Schon seit alter Zeit geraten regelmäßig Kinder in einen Riss und tauchen nie wieder auf. Daher schärfen wir ihnen von klein auf ein, sich davon zu hüten, weggezaubert zu werden. Doch bisher konnte nichts verhindern, dass immer wieder jemand diesem Phänomen zum Opfer fällt. Zurück bleibt der hohle Schmerz der Hinterbliebenen. In letzter Zeit erreichen uns aus allen Regionen Berichte über weggezauberte Personen. Ja, und es betrifft nicht mehr nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Was steckt nur dahinter? Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesem grün gewanderten Schwertkämpfer aufnehmen. Eure Majestät. Was stammelst du herum? Nun sag schon, was geschehen ist. Es ist schrecklich. Die Risse scheinen gerade an verschiedenen Stellen größtes Unheil anzurichten. Wie bitte? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten. Tot. Im Sodelia-Dorf wurde jemand am helllichten Tag von einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Monster. Besorgniserregend. Das erfordert sofortiges Handeln. Lass sämtliche Soldaten antreten, sie sollen sich schnellstmöglichst zum Ausrücken bereit machen. Jawohl. Jawohl, auf in den Tod. General Dex, Ministerin Sinstra. Eure Majestät. Sinstra, setze deine Nachforschung zur Natur der Risse fort. Wir müssen einen Weg finden, die Verschwundenen zu retten. In Ordnung. Ich würde sagen, einer nimmt ein Seil und springt rein. Dex, du kümmerst dich um die neu aufgetauchten Monster, triff alle Vorkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl.
Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Risse ergründen und alle unsere Untertanen sicher zurückbringen. So ein toller König. Es wird bestimmt nichts Schlimmes ihm passieren. Dem König ist noch nie was Schlimmes passiert. Ich schmelze. Ja, die gehen auch noch mit. Wow. Immer diese hohlen Gefolgsleute, die einfach blind ihrem Herrscher folgen. Und Klone. Machen. Bringt sie in den Kerker. Die Prinzessin? Zelda, mein eigen Fleisch und Blut hat diesen Riss geöffnet. Wer über eine derart gefährliche Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Ich würde meinen eigenen Augen nicht trauen, aber General Dex und Ministerin Sinster haben es auch gesehen. Nun steht nicht herum, nehmt sie sofort in Arrest. Jawohl, zu Befehl. Zelda, du kannst auch was sagen. Du darfst das Wort erheben und sagen, nein, so war das nicht. Warum musste die Prinzessin in den Kerker? Was denkt der König sich dabei? Hast du nicht gehört, der Riss im Thronsaal, den soll Prinzessin Zelda geöffnet haben? Was? Du machst Witze? Wieder Flüsterpost hier. Solange sie lebt, bleiben die Risse bestehen. Ich habe gehört, der König erwägt sogar, sie hinrichten zu lassen, um das Reich zu bewahren. Ja. Ab in den Kopf. Parkour. Parkour. Flo ist Lava. So, wo ist jetzt meine kleine Fee, die mir Magie beibringt, mit der ich hier rauskomme? Wie heißt sie wohl? Nabus. Ich glaube, es ist ein sehr... Vielleicht heißt sie einfach Echo. Kannst du mich sehen? Mein Name ist Tri. Tri? Ich hätte Echo besser gefunden. Ich wurde auch von diesem blauen Ungeheuer geschnappt. Seitdem bin ich in deiner Nähe. Deshalb bin ich dir auch in dieses Schloss gefolgt. Sag's mir deinen Namen. Link. Zelda? Nee, Link. Wenn du hier bleibst, ist dein Leben in Gefahr. Diese Person, die dich hat einsperren lassen, dieser König, ich habe gehört, wie er gesagt hat, bereitet alles für die Hinrichtung vor. Das muss ich dir sofort mitteilen. Der Riss hat den König und seine Berater verschluckt und dafür kamen drei andere heraus. Wie Zelda? Du hattest auch bemerkt, dass mit denen irgendwas nicht stimmte? Ich war dabei, ich habe zugeguckt. Jedenfalls ist es hier zu gefährlich für dich, Zelda. Wir müssen die Verschwundenen aus dem Riss retten und die Wahrheit aufdecken. Was ist für dich dabei drin? Warum? Wer in einem Riss steckt, kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Aber wenn wir beide zusammen in den Riss gehen, können wir es mit vereinten Kräften vielleicht schaffen. Im Moment hat deine Sicherheit jedoch erst einmal Vorrang. Zelda, lass uns zusammen von hier verschwinden. Hallo Blitzdrache Tom. Tree wie Tree Force? Ja, oder Tree wie Baum. Wie, du kommst hier nicht durch? Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann leihe ich dir meine Kraft. Am Ende ist das Link, der aus der anderen Ebene mit ihr redet durch Tree. Stock. Happy Tree Friends. Du hast den Tree-Stab ausgeliehen bekommen, ne? Muss man schon genau sein. Ausgeliehen. Die Farbe dieses Stabs ähneln Tree. Er strahlt eine sanfte Wärme aus. Wenn ich mir etwas in dieser Welt merke, kann ich Echos davon erschaffen. Ich weiß nicht, was genau du benötigst, aber ich bin sicher, meine Kraft wird dir nützlich sein. Wenn du irgendwas glitzern siehst, drücke ZR. Tisch.
Kann ich den Stab auf mich selber richten und einfach eine Armee von Zeldas machen und mich auf den Körpern der Zeldas einfach hier raushieven? Oder den ganzen Raum mit Zeldas füllen, sodass der ganze Raum platzt? Das hat geklappt. Sehr gut. Auf diese Weise erschaffen Dinge nennen wir Echos. Wenn du ein Echo verschwinden lassen willst, dann drücke in seiner Nähe ZR. Mal Echos auf einmal verschwinden zu lassen, halte ZR gedrückt. Ah, wie viel ich machen kann, hängt von der Anzahl der Trees ab. Ah. Wollte gerade sagen, wie viele Tische kann ich jetzt machen? Got it. Ich bin frei. Sehr gut, jetzt kommst du hier raus. Dann lass uns gehen. Ich stelle mich den Wachen und schmeiße ihnen Tische gegen den Kopf. Hallo! Schade. Ich dachte, vielleicht ist Zelda ein bisschen... Aber den Stab nehmen sie mir nicht weg. Geil, die haben gesehen, wie ich einen Tisch vor ihnen aus dünner Luft erschaffen habe. Den Stab lassen wir ihr. Es kümmert uns nicht, wie sie rausgekommen ist. Wir stecken sie einfach wieder da rein. So wie das Cape bei Aragami. Das kenne ich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt viele Spiele oder auch... aber ja, die Munition, ich weiß, was du meinst. Die Munition ist halt hier cool dargestellt durch den Schweif von Tri. Wie kommen wir da jetzt hin? Können wir einfach... So. Box. Kann ich gar nicht mit meinem Stab schlagen oder so? Okay, ich kann dafür eine riesige Box nehmen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Keiner sieht mich. Ich bin die Kiste. Hallo? Du siehst mich nicht. Ich bin die Kiste. Orkan. Snake, nein. Okay, also kann ich die auch irgendwie leise abstellen, die Kiste? Oh ja. Ich kann sogar schieben. Ich lerne, ich lerne. Bam, 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 bam. Was machen die da beiden? Die quatschen einfach. Apropos, mir ist letztens ein Krug zu Bruch gegangen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Krug. Kann ich den Krug auf den fallen lassen? Kann ich einen Krug über dem erschaffen und ihn damit töten? So Hitman-Style. Okay, er checkt's, aber er stirbt nicht dadurch. Mutig. Okay, es löst sich sogar auf davor. Schade. Kann ich den nehmen und auf ihn... Kann ich mit dem runterspringen, aber auf ihn drauf, sodass er eines grausamen... Schade. Okay, das Spiel ist jetzt schon total buggy. Nicht buggy, aber ja, man kann so viel machen. Ich saß auf deinem Kopf. Er hat nichts bemerkt. Okay, was? Oh, jemine, oh, jemine, oh, jemine, oh, jemine, oh, jemine, oh, die sind schneller als ich. Okay, vielleicht muss man ein bisschen nachdenken. Ah, Checkpoints sind sehr nett. Soll ich einfach... Was? Okay, sind ein bisschen klüger als sonst in solchen Spielen. Wie dann?
Soll ich einfach eine Barrikade an... Warte, ich meine, ich kann ihn hierher locken. Kann ich? Oh, du Idiot. Meine Fußstapfen sind auch gar nicht laut. Easy. Lass Impa kopieren. Dann habe ich für immer meine Oma dabei. Es ist schön, euch wohlbehalten zu sehen. Lasst euch ansehen, ihr seid doch unverletzt. Ich weiß wirklich nicht, was mit seiner Majestät los ist, euch zu verdächtigen. Warum solltet ihr denn für die Risse verantwortlich sein? Was für ein blühender Blödsinn. Der blühende Blödsinn. Was der jetzige König ist, ein Doppelgänger? Ebenso wie der General und die Ministerin? Und jemand namens Tri hat euch geholfen und euch einen Tri-Stab geschenkt? Ach, sie sieht ihn. Sie sieht ihn nicht. Impa. Wo befindet sich dieser Tri denn jetzt im Moment? Ich sehe hier niemanden bei euch. Anscheinend kannst nur du mich sehen. Wunderliche Dinge. An einer Sache ist und bleibt jedenfalls nicht zu rütteln. Ich stehe treu an eurer Seite. Es entspricht leider der Wahrheit, dass der König eure Hinrichtung erwägt. Ihr müsst das Schloss auf der Stelle verlassen. In dieser Kleidung fallt ihr jedem sofort auf. Also zieht bitte diese Kluft an, die ich euch mitgebracht habe. Was ragt denn da aus eurem Beutel? Die Kapuze des tapferen Schwertkämpfers, der euch gerettet hat. Sie hat genau die richtige Größe. Damit könntet ihr euch euren Antlitz verbergen. Ganz schnell, zieht beides an, bevor noch jemand hier aufkreuzt. Guck weg, Tri. Inkognito-Kleidung. Es wird ohne N geschrieben. Inkognito. Riecht nach Mottenkugeln. AKA Link stinkt. Schnelle Drehung? Für was? Die Prinzessin ist ausgebrochen. Sucht sie. Oh je. Man ist euch auf den Fersen. Überlasst das mir. Oh, werte Herrin. Werte Impa, wer ist das dort hinter euch? Doch nicht etwa Prinzessin Zelda? Wenn ja, übergebt sie bitte sofort in unsere Obhut. Ich soll sie an euch ausliefern? Diese Bitte kann ich euch nicht gewähren. Hohohoho. Das Ninjutsu der Dreifaltigkeit. Nehmt das hier, eure Hoheit. Einfach knallhart. Drei Menschen vor mir umgebracht. Yo. Mein Questbuch. Da ist sie. Der Imper macht das ganze Schloss jetzt einfach fertig. In dieser Richtung gibt es einen Schleichweg aus dem Schloss. Nutzt ihn für eure Flucht. Eure Hoheit, auf ein baldiges Wiedersehen. Jetzt rennt sie einfach mit dem Stab. Hinterlässt eine Blutleiche. Okay. Baum. Kann man auf den hüpfen oder sind die einfach nur hoch genug? Die sind einfach nur hoch genug. Okay. Also mache ich... So. Betten. Betten heilen mich doch bestimmt. Ich kann jetzt überall ein Bett machen und mich heilen.
Okay, dann soll ich wahrscheinlich so machen. Okay. Ach geil, und ein Tree hat dann auch keinen... Tree verliert auch die Dreiecke. Ich glaube, der heißt deswegen Tree, wegen Dreieck. Pirouette. Ah, die Pirouette ist so krass wie ein Schwert. Okay. Geld. Ich bin eine arme Prinzessin. Kann ich hier noch kurz zur Bank gehen und alles abheben, was in meinem Reichtum ist? Oh mein Gott, 2D. Wasserlevel. Das passiert nicht jedes Mal. Das ist jetzt nur ein anderer Rubin. Okay. Was war der andere für eine Farbe? Blau? Blau ist 5. Dann ist Rot hier 20. Das ist je nach Zelda-Spiel manchmal anders gewesen. Ach komm, da kannst du nicht hoch. Bett. Schwimmen die? Aber... Bett? Haha! Okay. Kann ich springen aus dem Wasser? Ah ja, okay. Stampferdackel. Okay, warte, so... Achso, jetzt muss ich... die Steine da drauf tun. Wow. Ich habe das Spiel durchschaut. Sieht man das Menü? Okay, ich muss meine Kamera ein bisschen runter machen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Wo ist One Piece Musik? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Kopier's einfach. Dann kannst du Risse erstellen. Noch ein Riss. Solche Risse haben sich schon immer gelegentlich aufgetan. Sie verschlucken Objekte oder gar Personen. Meinen Gefährten und mir fällt die Aufgabe zu, sie zu schließen. Doch für einen Riss dieser Größe reicht meine Kraft allein nicht aus. Fürs Erste sollten wir uns von hier entfernen. Lauf! Hätte ich da hochgesollt? Nee. Ich glaube, das ist... Oh mein Gott, Zelda trinkt, Zelda trinkt. Und wie in jedem Zelda-Teil bin ich irgendwo angeschwemmt. Okay, mir fallen nur zwei ein, wo das so ist. Bist du wach? Dann lass uns gehen. Knallhart. Null Mitgefühl, keine Empathie. Fast ertrunken. Bist du endlich wach? Lass mal weitergehen. Nur weil du keinen Schmerz empfindest, Tri. Und kann ich die jetzt irgendwie kaputt machen? Ah, ich kann sie werfen. Ich will die ganze Welt kopieren. Wo sind wir hier? Vielleicht kann dir diese Karte helfen, die du vorhin bekommen hast. Oh, komplett freischalten. Mhm. Oh. Es ist wirklich ein Mix aus Tears of the Kingdom und A Link to the Past. Ist mega. Ein Monster. Kopier es. Es hat uns bemerkt. Weißt du, wie man gegen Monster kämpft? Mit dem Stab. Okay. Wie? Okay, anscheinend weiß ich es nicht. Oh, man kann die Kamera auch noch bewegen. Hm. Okay.
Okay, anscheinend geht es echt nicht und ich muss erst irgendwas lernen. Ich weiß, dass ich manche Monster kopieren kann. Aber anscheinend nicht die grünen. Ich muss die doch kopieren können. Ich glaube, ich mag Betten am meisten. Ausruhen. Shit. Dann kann ich mich echt heilen dadurch. Oh ja, ich heile mich dadurch, wie geil. Ich kann mich überall heilen. Das dauert noch ein bisschen. Nice. Ja, ich gehe einfach hier weiter. Da war gerade ein Sound. Warum war da dieser Sound? Wir schwimmen einfach. Fischi? Tut Fischi uns weh? Kleines Küken oder gelber Vogel ist gleich Küken. Ach, da kann ich doch drauf. Unten ist ein Rubin. Ich glaube, ich gehe so, wie das Spiel es vorhat. Heben. Werfen. Tot. Gut. Ach, sobald ich sie besiegt habe, kann ich sie kopieren. Ah, soll ich jetzt zurück und die Grünen kopieren? Hallo, Zeblord. Monster. Okay. Okay, ich gehe jetzt nicht zurück. Ich glaube, ich werde die gelben, die grünen Dinger weiterfinden auch. Okay, also ich muss sie irgendwie erst besiegen mit Gegenständen um mich rum und dann kann ich sie mir merken. Kann ich jedes Monster besiegen? Oh. Können diese mir selber wehtun? Okay, sie können mir nicht selber wehtun, geil. Ah ne, wahrscheinlich von da oben. Wie nochmal? Soll durch. Mach's weg. Kannst nicht wegtun. Gedrückt halten. Okay. Ja, das hätte so richtig runterrattern sollen. Die Fledermaus ist auch gedroppt. Oh, ich trottel. Du hast recht. Sie ist noch da. Okay, sie ist noch da. Das ist halt die Sache, man kann jetzt schon halt so, nicht Bugs, aber halt so Sachen ausnutzen, dass man unendlich hochkommt, weil ich halt das hier machen kann. Und dadurch kommt man halt jetzt schon überall hin. Man kann zwar anscheinend nicht direkt zum Boss laufen, so wie in Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Aber man soll halt überall hin können, wegen den geilen Kräften, die man hat. Fast 100%. Komme ich jetzt wieder hoch? Okay. Wie kommt man jetzt da wieder hoch? Aber... Interessant, interessant, interessant. Okay, wir sind direkt schon in einem Rätsel, das ich nicht verstehe. Hä, aber wegen dem einen Vorsprung kam ich nicht weiter hoch, weil ich kann nicht rechts und links springen. Die Sachen sind alle viel zu... Weil selbst wenn ich ja so hoch
Oh mein Gott, ich kann die dumme Wand klettern. Oh. Ich hab's sofort bemerkt. Hallo? Ach, Leo. Hit. Huah. Oben ist eine Truhe. Da komme ich hin. Wie kann ich dafür sorgen, dass sie... schräg ist das Bett. Das Bett soll halt schräg sein. Menno! So. Aber dann... Ho. So. Ja, so halt schon, aber halt, ja, okay. So. Das heißt, ich kann mir nicht die Richtung aussuchen, sondern die Richtung ist immer... In die Richtung, in die ich gucke, wird das Objekt gemacht. Ich kann das Objekt nicht drehen. So, was sind das hier für Gestalten? Ihr kennt mich nicht. Ich bin es nicht. Ich bin... Solda. Grüß dich, Sodeliadorf. Ach, wenn doch nur Link hier wäre. Link? Link ist ein Junge aus diesem Dorf. Er hat mit Grasschneiden angefangen und ist dann zum Monsterbekämpfen übergangen. Er ist der beste Schwertkämpfer weit und breit, aber leider ist er jetzt gerade auf Reisen. Da fällt mir auf, deine Kapuze sieht der Kapuze, die Link immer getragen hat, recht ähnlich. Link, ich hoffe, es geht dir gut. Ist das Mario? Ah, passt schon, man sieht sich. Erstmal ins Haus einbrechen. Fleisch. Das ist Feuer, oder? Ich kann mir Fleisch kopieren? Ich kann komplett das Weltproblem von Hunger lösen? Du kriegst Fleisch, du kriegst Fleisch, alle kriegen Fleisch. Und jetzt? Wasserfleisch. Trampolin? Was soll ich denn daran mir merken? Das ist genau das gleiche. Krug. Was ist der Unterschied zwischen Schlosskrug und Krug? Oh nein. Oh nein. Das ist, glaube ich, unnötig. In den Brunnen. Blumennektar. Okay, es ist ein Trank, mit dem man sich heilen kann. Okay, wir können hier ein Herzteil kaufen, was natürlich sau viel Geld kostet. Oh. 80 bloß. Nur. Ja, ich komme gleich wieder, du. Ich komme gleich wieder. Und dann kopiere ich es einfach. Oma. Bist du links, Oma? Alle sind ganz aufgebracht, weil jemand aus unserem Dorf von einem Riss verschluckt wurde. Hm. Ich kann Schilder kopieren.
Was ist das? Speicherpunkt. Guck mal, Zelda. Versuch mal, das hier zu berühren. Wegfreund registriert. Über die Karte kannst du dich ab jetzt direkt hierher teleportieren. Es sind Schnellreisepunkte. Cool. Ich will ein bisschen Geld sammeln, um das Herzteil zu finden. Und die Welt erforschen. Und Tri ärgern. Den Schwanz von Tri erweitern. Wie geht das? Ich spüre die Anwesenheit vieler Lebewesen. Ich würde gern... Ich hoffe, ich lerne irgendwann selbst eine Attacke und muss nicht ständig sowas machen. Sie kämpfen automatisch gegen den Gegner. Ein Appel. Auch Herzen werden aufgefüllt. Das ist geil, wenn die Gegner echt so blöd sind und einfach in die Gegner reinspringen. Was da oben? Nix. Bestimmt kann ich an diesen braunen Flecken irgendwie buddeln später. Okay, nicht alle lassen sich ablenken dadurch. So Gegner? Feuer. Was? Hm. Bist du Feuer? Bist du ein Gegner? Euch Wasser? Hätte ich den Krug mit Wasser füllen sollen? Okay, keine Ahnung. Wer mochte meine Steine nicht? Kerzol. Das Kerzen-Pokémon. Typus Virus. Mir sicher. Komm her, komm her, komm her. Hallo. Ich kann die direkt auf den drauf spawnen lassen. Ist das hier ein kleiner Dungeon? Achso, und jetzt soll ich mit Kerzol Feuer machen. Aber ja, es nervt mich jetzt schon, dass das Menü einfach nur nach rechts sich erweitert und man irgendwann so unsagbar weit scrollen muss. Okay, Flasche. Es gibt kein Zelda-Spiel ohne Flaschen. Weil weiß ich gar nicht. Haben die alten Zelda-Spiele Flaschen? Glaub nicht. Speedrun. Tatsächlich, die Speedrunner laufen die ganze Zeit so rum. Weil man halt echt schneller ist. Was soll ich das Herzteil holen? Ich hol's Herzteil. Leider zu wenig alte Zeldas gespielt, aber hole ich nach. Aber der Franchise hat es dir ein bisschen angetan, oder? Welche hast du denn gespielt? Welche Zeldas? So, oben geht's nicht weiter. Das ist der Typ, der seine Frau verloren hat im Riss. Whoops. Und war nicht noch
Ich bin von da links gekommen, aber nee, hier ist nichts. Okay. Ja, ich kann nur nach rechts. Bisher ist es noch nicht so offen, die Welt. Ich kann, glaube ich, echt nur nach rechts. Ich finde es interessant, dass sie hier die Welt von A Link to the Past genommen haben. Achso, das ist erst eine Schlange. Ich dachte, das wäre wieder der Blob. Oh, die Schlange hat gebrannt. Es ist vor allem, also vom Look her, von den Menschen her, von der Karte her, fühlt es sich halt an wie ein Remake. Aber was auf dieser Karte passiert, ist komplett neu. Und auch das Gameplay ist natürlich komplett neu. Ich finde, es ist ein nicer Kompromiss zu einem Remake. Weil es ist eine Art Remake, aber halt nur vom Feeling und von dem Gebiet her. Die DS-Spiele habe ich eigentlich so gut nur gezockt. Hourglass und das mit den Zügen. Oh mein Gott, das tut mir leid. Die sind leider nicht so gut, vor allem wegen der Steuerung. Nimmst du Schaden? Oder? Oh ja. Also Pflicht ist, dass du Ocarina of Time mal spielst, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess. Witzig. Witzig. Kann ich darüber springen? Oh ja, ich kann. Ich finde ja nur Herzteile. Und wenn du mal vorhast, Ocarina of Time und Majora's Mask zu spielen, bitte sag mir vorher Bescheid, dann du kennst mich, dann gebe ich dir die perfekten Links, wie du das machst. Weil bitte spiel sie nicht auf dem DS. Okay, war das jetzt hier irgendwie eine Sackgasse, oder? Ich finde, ich könnte wenigstens mit meinem Dreher die irgendwie leicht wegdrücken oder so. Das macht denen ja gar nichts. So leicht nur nach hinten drücken oder so. Geil. Was ist das? Schätze, wo ist überhaupt mein Menü? Und wo sind meine... Da ist eine Flasche. Aber ich kann das nicht ausrüsten, oder? Nee. Das heißt, ich schätze mal, dass wenn ich die jetzt berühre, dass sie automatisch in meine Flasche geht? Ja. Du hast Ocarina of Time wegen mir angefangen auf der N64. Warum ist der so riesig? Okay, gut, du hast N64 Ocarina of Time schon angefangen. Das Monster kann ich noch aufheben. Ah, stimmt, das Schweinchen. Schließt du jetzt den Riss? Eigentlich hätten sie diesen Riss längst schließen müssen, aber er ist immer noch hier. Ist ihnen etwas zugestoßen? Wollen wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen? Gehen wir da jetzt rein. Meine Gefährten befinden sich bestimmt im Inneren des Risses. Wenn ich sie alle versammle, müssten wir den Riss schließen können. Ich fühle mich noch nicht bereit. Hier entlang, Zelda. Wir müssen eine Stelle finden, an der wir den Riss betreten können. Okay, wir können nicht überall rein. Okay, ich glaube, ich muss das noch machen, bevor ich die ganze Welt bereisen kann, oder? Fühlt sich an. Wo ist das Monster? Hier. Ach, das war hinterm Baum, deswegen.
Die lassen sich ablenken von dem Zeug. Okay. Also richtig ablenken. Ach, nichts anderes, obwohl ich sie angreife. Fressen sie einfach weiter. Ich kann ihn sogar umlenken. Die Truhen sind auch die aus Breath of the Wild. Gefällt mir, gefällt mir. Wie ist das Trampolin? Okay, was ist, wenn ich ein Bett mache mit einem anderen Trampolin drauf? Traube. Alles füllt Herzen auf. Werde ich Mana bekommen? Wegpunkt. Ah, da muss so ein zum goldener Punkt sein. Oh mein Gott, seine Freunde sind tot. Lass mich raten, sie heißen Tri, Trick und Track. Aber wenn wir den Riss betreten und meine Gefährten befreien, können wir ihn mit vereinten Kräften beseitigen. Zelda, mit deiner Unterstützung kann ich meine Gefährten sicher retten. Willst du mir dabei helfen? Na, rein da. Mal sehen. Mach aber bitte einen Backflip. Hier gelangen wir hinein. Ich bitte dich, lass uns meine Gefährten retten. Okay, ich kann nicht. Ich wollte selber reinspringen. Aber sieht doch gar nicht so schlimm hier aus. Das ist cool. Die Welt hat man nie in irgendwelchen Trailern gesehen. Aber es war klar, dass man irgendwie in so eine Zerrwelt geht. Alles hier wurde vom Riss verschlungen. Es schwebt haltlos umher und löst sich allmählich in nichts auf. Aber mit Hilfe unserer Kraft können wir meine Gefährten und ich alles wiederherstellen. Ich spüre ihre Anweisenheit weiter voraus. Ah, und dann sauge ich sie auf und krieg weitere Dreiecke. Oder Triforce-Splitter. Oh, wir haben Echo. Jupp, jupp. Ihhh. Komm her, du Blob. Was bist du? Blob. Okay, der will gar nicht angreifen. I. Ist das die Frau? Alle Lebewesen, die vom Riss verschluckt werden, erstarren und können sich nicht mehr bewegen. Überlässt man sie ihrem Schicksal, verschwinden sie allmählich. Nur bei dir ist es anders. Du bist besonders, Zelda. Können wir nicht wachrütteln oder so? Das heißt, wenn wir den Riss auflösen, ist sie auch gerettet. Was sind das, extra Fledermäuse? Oh, wow, 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 wow. Muss ich da was draufstellen? Wobei, das mit dem Draufstellen erübrigt sich ja, weil ich einfach Sachen selber machen kann. Wenn, könnte ich so machen. Seid ihr extra Gegner? Nein. Das wäre noch krass. Lila Fledermaus, normale Fledermaus. Knallhart. Bin gespannt, wie sie das Spiel irgendwie herausfordernd machen wollen, wenn man all diese Sachen machen kann.
Vor allem, wenn dann, wenn ich mehr als drei erstellen kann. Aber wahrscheinlich die Rätsel werden vor allem knackig irgendwann. Bam, 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 rechts oder links. Okay, jetzt willst du mich doch jagen. Oh. Achso. Das ist einfach nur ein verschleierter Gegner. Noch ein Mensch. Juliane. Diese Person habe ich im Schloss gesehen. Wenn wir den Riss schließen, wird sie wieder lebendig. Das war aber nicht meine hier komischer Namen Ministerin. Oh, ist das ein Dungeon? Das hier ist der Ort, an dem du gefangen gehalten wurdest. Ja. Wir nähern uns meinen Gefährten. Ich spüre ihre Anwesenheit weiterhin. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon meine Ministerin retten und alles aufdecken. Wegfreund registriert. Über die Karte kannst du dich ab jetzt direkt hierher teleportieren. Okay, jetzt interessiert mich aber doch, wo der andere Weg hingeführt hätte. Wahrscheinlich nirgendwo hin. Ich bin dumm. Okay, das ist... geht schnell. Yay. Das war's wert. Steuerung ist super. Manchmal bin ich noch ein bisschen... welcher Knopf so, hä und wie und was. Aber so was Springen fühlt sich sehr gut an, auch wenn es ein Minimalspringen ist. Ansehen? Ist dir dieser Fels im Weg? Bei meiner Arbeit, die Welt wiederherzustellen, muss ich gelegentlich auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Kraft, die ich dabei einsetze, könnte dir ebenfalls nützlich sein. Mit Hilfe dieses Stabs kannst du allerlei Dinge dazu bringen, sich im Einklang mit dir zu bewegen. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Aber ich will das nur ganz kurz probieren. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Es geht bestimmt auch anders, will ich nur sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt aber einfach... Okay, es ist einfach nur ziehen. Du bewegst das Ding neben dir. Ich dachte, ich muss quasi so spiegelverkehrt oder sowas mich jetzt bewegen. Wie so eine Puppe in Twilight Princess, aber es ist einfach bewegen. Hallo, Roter Jay. Ob man später Shortcuts erstellen kann? Nein, ich weiß, das ist der Punkt, wo sich alle aufregen. Das Menü ist das, nur es wird die ganze Zeit ewig lang. Und am Ende hast du halt wirklich 100 Objekte hier drin und du scrollst da durch bis zum Ende und suchst die Sachen und so. Und es wäre so einfach, indem man einfach Kategorien erstellt, bei denen man hoch und runter scrollen kann. Zum Beispiel halt Gegenstände Holz, Gegenstände Stein, Gegner und dann hoch und runter. Aber nein, es ist einfach... Du kannst hier zwar ein bisschen sortieren, die Reihenfolge, und das Beste ist wahrscheinlich zuletzt aus am häufigsten oder so. Am häufigsten verwendet ist wahrscheinlich das Beste. Aber es ist trotzdem, es wäre so einfach. Und das ist das gleiche Problem auch bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gewesen, dass du einfach eine Masse an Items hast, die du nicht wirklich schön sortiert benutzen kannst, sondern du musst dich dadurch ewige Mengen durchscrollen. Was bringt mir das hier? Warte, ich glaube, das ist eher ein Geheimnis. Ist das ein Ding? Ah ja. Nein. Dann stirbt die so nicht? Warum stirbt die so nicht? Im Menü kann man noch Sachen machen. Ah ja, hier kann man auch sortieren.
Amiibos verwenden, stimmt. Ja, hier kann ich wahrscheinlich auch sortieren. Was ist das? Ach, das ist das, was gerade ausgewählt ist. Wie attackiert das Ding? Oh mein Gott. Nicht sehr gut. Schweinchen. Der muss immer Abstand nehmen, bevor er wirft. Danke. Komm ich da hoch? Achso, wenn ich jetzt einfach... Oh, das ist cool. Okay, das heißt, jeder Gegner ist nicht nur einfach ein Gegner, den ich benutzen kann, sondern hilft halt wirklich beim Lösen von Rätseln. Das ist cool, dass es nicht einfach nur ein Gegner ist, den ich schmeiße. Nur ich muss halt auch wieder runterkommen können. Geht es hier auch? Es geht nur bei... Oh mein Gott, es geht hier auch. Das ist okay, das ist... es ist nicht OP. Das ist doch viel zu einfach. Ich dachte, es geht nur in 2D-Passagen oder so. Aber da sieht man, die haben eine andere Wertigkeit. Die Spinne ist 2. Ah, die Sachen haben verschiedene Wertigkeiten. Na krass. Okay, cool. Die Spinne ist krank. Langsam bist du, Schweinchen. Das ist ja wirklich jetzt da, wo ich war. Ich irgendwo... Nee, ich bin einmal diesen Weg gegangen und dann hätte ich da doch die Treppe hochgehen sollen. Oh nein, wir müssen zurück. Kannst du bitte werfen? Okay, vielleicht noch... Die Schlange war auch nicht schlecht, glaube ich. Okay, die Schlange war sofort tot. Feuer. Gut, die killen alles. Okay. Oh mein Gott, die Fee. Okay, ich glaube, ich kann hier nicht lang. Ich kann hier gar nicht lang. Es ist eine Sackgasse. Wobei, ich hab... Oh Gott. Was rede ich da? Nichts ist eine Sackgasse. Oh, okay, Sackgasse. Okay. Und jetzt? Muss ich einmal ausprobieren, was passiert. Und jetzt? Eingang. Eingang. So gehört sich das. Okay, jetzt kann ich die Treppe hoch. Weil das schien mir doch wieder der richtige Weg. Ah, vielleicht musste ich die Spinne holen, um hier weiterzukommen. Nee, ich komme doch da mit Betten drüber, oder? Das ist ja wie in Breath of the Wild, Mann. Cool. Butter. Erstmal ein bisschen Butter mampfen. Um wieder die Herzen voll zu kriegen. Die Diabetes-Herzen. War aber wichtig, 100%. Wenn ich hier Minus mache... Ah, cool. Oh, man sieht sogar so einen Wechsel zwischen... Von oben, von der Seite. Quasi hier sind die von der Seite Level und hier. Das ist cool gemacht. Es ist so cool gemacht.
Ja, da muss ich ja wirklich diesen Gegner da besiegen. Aber mit was? Bist du wieder da? Okay, besiege ich mal dich. Vielleicht passiert irgendwas. Die sind auch zwei. Schmeiß doch. Okay. Ich meine, vielleicht kann ich dem einfach die Dinger in den Weg legen. Vielleicht das Ding. Roll dich. Okay, das ist dem irgendwie alles egal. Okay, ich glaube, ich kann ihn einfach nicht besiegen. Das ist dem alles egal. Nein, ich kann ihn verbrennen. Eben, deswegen ist der Gegner da unten gewesen. Das macht doch alles Sinn. Rennen. Oh, so einen krassen Gegner kriegt man schon. Der kostet doch jetzt bestimmt 3. Die Schattengarde. Das kostet 3. Eben. Boing. Klischeehafteres Geräusch gibt's nicht. Doink. Ich finde es ein bisschen komisch, dass nirgends was, was ich kaputt mache, ist irgendwas. Da ist nichts drin einfach die ganze Zeit. Mal im Gras vielleicht ein Rupie. Feuer? Wie komme ich denn jetzt da drüber? Das? Oh ja. Das ist die Tür. Kann ich irgendwas machen, was das instant kaputt macht hier? Feuer? Nein. Hm. Du? Gefällt mir. Ich meine, es ist immer noch, glaube ich, Tutorial. Halt erster Mini-Dungeon. Okay. Das heißt, da ist jetzt Endboss. Oder? Gibt es sowas wie Kompass gar nicht? Ich glaube, ich war überall. Ja, das ist ja wohl eindeutig das letzte hier. Da noch. Ah ne, hier ist erst der Boss. Aber die Truhen werden mir angezeigt. Das heißt, es gibt nur eine Karte. Kompass wurde hier deaktiviert. Oder gibt's halt nicht. Was? Kannst du irgendwie dieses Schild anschmeißen? Nicht Baum. Kannst du dieses Schild irgendwie anwerfen? Okay. Irgendwas ist mit diesem Schild. Gerade irgendwas? Hm. Verstehe ich nicht. Oh mein Gott, ich kann es bewegen. Tja. Warum leuchtet das nicht grün? Damit ich weiß, dass es bewegbar ist. Kann ich Gegner bewegen? Kann ich Gegner einfach knallhart packen und anfassen?
Ich kann? Was? Schlag ihn. Das geht nicht. Das geht nicht. Schade. Na dann. Let them fight. Ich glaube, dass das hier, also da ist noch was, ja. Okay, einen habe ich besiegt. Wie kommen wir da hin? Ich schätze mal, ich mache einfach ein Bett und Trampolin. Ich will nicht, will doch nicht da so, ich will anders so. Hier einfach ein großes Auge oder eine große Fledermaus. Komm, man kann sogar erst spammen. Oh mein Gott, das ist Schattenlink. Jetzt schon. Nanu? Ist das nicht der Junge, der gegen das blaue Ungeheuer gekämpft hat? Shadowlink. Kopier ihn. Kopier ihn. Wie? Okay. Schattengarde. Trottel. Oh mein Gott, Trottel. Ich lasse kämpfen. Fang! Oh shit. Geile Musik. Okay, man muss den wirklich überraschen irgendwie. Jetzt hat er immer sein Schild. Oh. Oh, this is not my final form. Er wird tatsächlich jetzt zum Shadow Link. Ich muss ein bisschen weiter näher rangehen. Schneller jetzt geworden. Was, wenn ich ihn damit einfach befeuere? Schade. Haha. Okay, 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 okay. Oh Mann, er ist so schnell. Ich kann ihn heben. Hm. Hau! Feuer! Feuer! Hey, hallo? Oh, er macht sogar. Okay, cool. So kämpft man also. Man überrumpelt die ganze Zeit die Gegner. Oh nein, das war nicht der echte. Kriege ich ein Schwert jetzt? Schnetzel ich jetzt?
Oh mein Gott, ich krieg ein Schwert. Ich kann selber kämpfen? Dieser Junge sah aus wie der, der dich gerettet hat, aber wieso hat er dich jetzt angegriffen? Eine dunkle Aura schien ihn zu umgeben, genau wie bei den Doppelgängern im Schloss. Oh, er scheint etwas hinterlassen zu haben. Masterschwert. Das wundersame Schwert. Link ist eingraviert. In diesem Schwert liegt eine große Macht, eine Macht, die es sogar mit den großen Rissen aufnehmen kann. Ich spüre irgendeine besondere Energie. Schwert hochhalten. Aber ich kann nicht damit kämpfen? Die Zitrone. Trizitrone. Werde ich dann kurz zu Link? Sie haben einen Weg gefunden, wie wir nicht Zelda spielen müssen. Yay! Ist auf Zeit. Du siehst genau aus wie der Junge in Grün, als gäbe es nichts, womit du es nicht aufnehmen kannst. Hohe Sprünge. Ja, es ist auf Zeit. Level 1. Du hast Energie erhalten. Warte mal, Energie? Okay, es ist echt nicht so lang. Warte, ich will gucken, da ist noch Energie. Wird es mit durch das, das habe ich jetzt nicht gesehen, wird es durch das Blaue wieder aufgeladen? Ah ja, durchs Blaue wird es ein bisschen aufgeladen, damit kann ich es verlängern. Es ist quasi wie ein Stern in Mario zu finden. Ah, der Modus endet, wenn der Balken leer ist. Okay, ja, okay. Soll ich runter oder soll ich... Okay. Das reicht nicht, oder? Ah, ich kann aber einfach wechseln. Es hat nicht funktioniert, warum nicht? Okay, aber das geht. Das heißt, ich mache so. Dann so. Nein, nach rechts, Mann. Oh, sie haben das extra so gemacht, dass die neben einem und nicht unter einem spawnt. Ich weiß, dass es auch anders geht, aber ich will mal schauen. Nee, man kommt nicht schnell genug. Gerade habe ich es geschafft, aber keine Ahnung wie. Nee. Ah, aber man könnte... in Fort mit dir. Too easy. Die Spinne ist OP. Was ist das? Du hast den Herzanstecker erhalten. Ein niedlicher Haarschmuck, der die Wahrscheinlichkeit geringfügig erhöht, Herzen zu finden. Achso. Mensch, jetzt gibt es hier sogar Ausrüstung. Ich verklick mich noch. Du hast die Glaube ganz oben platziert, weshalb das vielleicht ging. Ja. Keine Ahnung. Oh, Schwert. Ach hier, ich muss es wieder aufladen. Es lädt sich gar nicht von alleine auf. Oh. Okay, der ist, also für den ersten Tempel ist es sogar relativ groß. Schlüssel brauchen wir jetzt. Oh, hallo.
ist eben jetzt eine Wand, mit der ich wieder mit dem Schwert durch muss. Um alle Gegner zu killen. Interesting, weil... Boah, unfair! Hallo! Ich kann nicht bewegen. Kann ich dich rausreißen? Oh mein Gott! Ich kann die Pflanze rausreißen. Leicht brutal. Okay, also... Hey, komm her. Dann kann ich dich rausreißen? Ich muss das gar nicht aufmachen. Ich reiß sie einfach raus. Aha. Ich muss gar kein Masterschwert verschwenden. Ich muss mehr rausreißen. Ich muss mehr bewegen. So wie die da. Moment, ich kann wahrscheinlich dich auf meine Ebene bringen. Nein. Oder so. Ja genau, jetzt geht's hoch, dann darüber. Cool. Es ist doch ein bisschen so wie die Puppen in Twilight Princess. Schwert. Hier entsteht gleich eine Truhe. Komm ich da hin? Ich komm da hin? Das ist ein bisschen zu krass. Die X-Fähigkeit. Schlüssel. Muss ein Schlüssel sein. Hallo Drop. Hallo, hallo. So, die stehen aus einem guten Grund im Weg. Ah, okay, das heißt... Nee, doch nicht aus einem guten Grund. Weil ich kann nicht... Ah, doch. Ja, wer habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ja, doch, klar. Da oben ist auch eine Tür. Ich habe A gedrückt zum Springen, Mann. B und Springen ist noch nicht so ganz so ein Instinkt. Hallo Fanning. Hör mal, Zelda. Wenn du dich mit Hilfe von X mit etwas in Einklang gebracht hast, kannst du übrigens noch eine weitere Fähigkeit nutzen und versuch einmal R gedrückt zu halten. Okay. Okay, dafür ist das. Wofür ist das noch sonst? Moment, wenn ich R gedrückt halte, dann... Ist es nur für Schwerkraft wichtig? Ziel imitieren. Ah, du imitierst das Ziel, wenn es ein Ziel ist, das sich bewegt. Stopp. Wenn er
jetzt keine Leiter wäre, würde ich sagen, ich gehe da hoch. Eben. Das ist ein bisschen knapp. Nicht einfach so machen. Ich glaube, das war das? Ist das die Absicht? Die Spinne, Mann, die Spinne, Mann. Immer die Spinne benutzen, auch wenn Spinnen widerlich sind. Ich muss gucken, ob ich alle Truhen habe. Hier bringt es ja eben nichts, weil dann, weil das Ding bewegt sich nicht. Wie bringe ich dich jetzt da nach oben? So. So. Okay, schade, es geht nicht. Lohnt sich das Game? Also ich habe jedes Zelda-Game gespielt und ich liebe sie alle. Ich würde sagen, ein Zelda-Spiel ist immer überdurchschnittlich gut. Selbst wenn ein Zelda-Spiel schlecht ist, ist es immer noch besser als alle anderen Spiele. Und das hier, glaube ich, ist allgemein von allen als sehr gut bewertet. Kann ich die Truhe nehmen? Nee. Kann ich das hier überhaupt schon machen? Aber das hier sieht geschlossen aus. Okay, ich muss das hier lösen. Achso, kann ich da drüben Sachen hinmachen? Nee. Ich würde es ja verstehen, wenn ich es auf die Truhe bringen würde. Ich bring's nicht auf die Truhe. Ich bring's auch nicht hinter die Truhe. Oh, so vielleicht. Okay, ich glaube, ich muss jetzt den Raum resetten. Haha. Hallo? Sag nicht, das zählt nicht. Was? Unglaublich. Und da ist der Bossschlüssel. Steht hier irgendwo eine Prozentzahl? Leider nein. Da ist die... Nee, da ist sie gar nicht. Sie ist hier, aber haben wir sonst alles? Ja, ne? Wir haben alles. Okay, dann muss ich jetzt nur wieder zurück da. Aber ich kann einfach, glaube ich, so machen. Bam. Was ist das jetzt für ein Boss? Ich sage, irgendwas, was krabbelt. Spinne, Fledermaus, typische Krabbelfledermaus. Niemand hier. Dabei spüre ich ganz deutlich die Anwesenheit meiner Gefährten.
Oh mein Gott, die Gefährten haben sich zu einem riesigen Folterrad zusammen. Es ist ein Händegegner. Lass mich raten, mit einem Auge in der Mitte, das ich angreifen muss. Okay. Ein bisschen eine Mischung aus Bongo Bongo. Und zuerst dachte ich, es wäre Groma. Ich spüre meine Gefährten im Inneren dieses Monsters. Wir müssen sie irgendwie befreien. Zelda, bitte hilf mir dabei. Okay. Das ist so Tears of the Kingdom. Ist aber geil. Ja, und jetzt schlage ich das oder was? Schlage ich das Ding? Oh ja, ich schlage es einfach. Zurück. Jetzt ist das da oben. Heißt es, ich muss erst auf die Ebene von dem Ding kommen? Nee, er muss einfach nur angreifen. Too easy. Fang. Oh. Be mad. Könnte ein Mario Galaxy Boss sein. Ja, Mario und Zelda Bosse waren schon immer ähnlich. Muss ich jetzt zuerst den Kopf irgendwie sprengen? Ah, nee, ich muss so machen. Ich komme nicht durch, die Hände durch. Was war das? Dann mach das nochmal. Muss ich auf ihn drauf? Ich muss auf ihn drauf. Aber das war's noch nicht. Verdammt. Was? Wie soll ich das noch... Also ich kann es noch schneller machen, aber... Ein bisschen Freiraum, ein bisschen Spielraum. Oh, shit. Autsch. Hallo? Okay, vielleicht ist da was drin. Wow. Jetzt kommen die Hände schon aus dem Boden. Oh, komm. Ah, ich könnte auch das Ziel imitieren, sobald es aufsteht, weil dann reißt er sich selber los, oder? Ist das eine Idee? Nein, es geht nicht. Mann, das war so kreativ. Das sollte gehen. Warum geht es nicht? Ich kriege nicht raus. Jetzt. Echt wenig Zeit bei der letzten Runde. Das ist cool. Also dafür, dass es der erste Boss im ersten kleinen Tempel war, war der noch nicht mal geschenkt. Das sind aber viele. Bitte alle mich mir anschließen. Bitte mehr Zitronen. Das sind meine Gefährten. Nachdem wir sie befreit haben, strömen sie eine gewaltige Energie aus. So können wir den Riss schließen. Mit unseren Echo-Kräften können wir die vom Riss verschluckte Welt wiederherstellen. Sieh zu! Ich gucke. Schön. Kriege ich jetzt einen Schwanz mehr? Ein Triforce mehr? Ein Tridolin? Zu hell. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Plop. Ich kann zwei Spinnen machen. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Triad ein zusätzliches
Dreieck erhalten. Während wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas Interessantes von meinen Gefährten gehört. Vor ihnen war plötzlich dieses riesige Felsmonster aufgetaucht und hatte sie allesamt verschluckt. Sie saßen diesem Monster fest und konnten daher nichts gegen den Riss unternehmen. Heißt es, jeder Riss, den ich jetzt heile, ist ein Dungeon? Ach ja, und diese schönen Kristalle entstehen, wenn wir Risse schließen. Ich schenke sie dir, Zelda. Das ist von Tri 5. Das ist wahrscheinlich für meinen Master Shell. Ja. Wir haben hier alles erledigt. Oldschool Zelda-Mechanik. Let's go. Wir können zwischen der normalen Welt... Ja. Ich habe 100%. Tri. Hinfort. Die Zitronenmütze. Gefällt mir sehr gut. Es kommt echt drauf an, wie gut die Tempel, die Dungeons designt sind. Der war jetzt nicht schwer natürlich, aber für den allerersten war es schon gar nicht mal so witzig. Also so lapidar. Der Riss in dieser Gegend ist vollständig verschwunden. Jetzt ist auch das Haus wieder da, das du besuchen wolltest. Auf diese Weise können wir auch die Risse an andere Stellen verschwinden lassen und deinen Vater retten. Ja. Sie ist wieder da. Mein Name ist Sinstra und ich bin Ministerin am Hofe von Hyrule. Könntet ihr mir sagen, wo ich mich hier befinde? It's me! Prinzessin Zelda. Ich habe euch überhaupt nicht erkannt, euer Hoheit. Warum seid ihr denn so verkleidet? Weil du mich ins Gefängnis geschmissen hast. Oh weh. Erst mal sagen wir darin, euch vor diesem Ungeheuer zu beschützen und dann müsst ihr auch noch aus eurem eigenen Schloss fliehen. Doch ihr habt euch nicht unterkriegen lassen. Beeindruckend, über welche Fähigkeiten ihr verfügt. Und dies ist also Tri, der euch die ganze Zeit zur Seite stand. Du siehst ihn? Ja. Ich danke euch von Herzen, werter Tri. Du kannst mich sehen. Oh ja, ihr seid fluffig und äußerst niedlich anzuschauen, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte angenommen, nur Zelda könnte mich sehen. Oh, die werte Impa konnte euch also nicht sehen? Woran mag das wohl liegen? Alt. Es gibt viele offene Fragen. Der Verbleib von seiner Majestät und General Dex ist ungeklärt. Wir müssen uns eine Übersicht über die Lage verschaffen. Würdet ihr mir bitte zeigen, welche Stelle Impa auf eure Karte markiert hat? Haus. Bar. Ja. Das ist das Haus von Impas Bruder. Deshalb also hat sie euch geraten, dort Hilfe zu suchen. Ich kenne den Weg, folgt mir bitte. Ja, es ist nebenan. Ich gehe da lang. Als ist der Dungeon draußen. Oh Gott, chill. Die zwingt mich, mit ihr mitzugehen. Ist jetzt auch die Frau gerettet? Die Verschwundene. Ich bin schneller als du. 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 Jetzt sagt sie gleich, hey, nicht so schnell. Oh wow, ich muss hinter ihr bleiben. Da wären wir. Impas Bruder. So, das haben wir noch nie kennengelernt. Also so eine Person. Ich glaube, Impa hatte noch nie irgendwelche Verwandten. Bitte verzeiht uns den plötzlichen Überfall. Mein Name ist Sinstra. Impa hat mich schon viel von... Was stört ihr mich? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Also lasst mich in Ruhe. Bitte verzeiht unser unangemeldetes Eindringen, aber habt doch bitte die Güte, uns kurz... Ich habe zu tun, ich muss jetzt gleich aufbrechen. Also kommt ein andermal wieder. Ich beschwöre euch, so hört uns doch. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich muss auf der Stelle aufbrechen und Link zur Hilfe eilen. Das ist doch die Kapuze, die Link getragen hat. Wo ist die her? Etwa von ihm? Wie bitte? Ich will alles über diesen grün gewandeten Schwertkämpfer und die Risse wissen. Du warst selber in einem Riss drin. Wissen die gar nichts? Mehr? Verstehe. Ich danke euch, Prinzessin. Endlich hat er sich beruhigt.
Ach ja, ich wollte eben schon fragen, was ist das für ein Ding, das da die ganze Zeit neben euch schwebt, Prinzessin? Bis jetzt sehen alle die Zitrone, nur Imper nicht. Du kannst mich sehen. Eigenartig, damit gibt es neben Zelda schon zwei weitere Personen, für die das gilt. Anfangs konnte ich also nur die Prinzessin, dich sehen. Aber uns bleibst du nicht verborgen, hm? Ja, und so ein seltsames Lebewesen habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Was könnten wir beide wohl gemeinsam haben, dass wir es sehen können? Eines fällt mir da direkt ein. Wir wurden beide von einem Riss verschluckt und sind von dort zurückgekehrt. Vielleicht ruft der Aufenthalt in einem dieser Risse irgendeine Veränderung in uns hervor. So langsam sollte ich mich auch einmal vorstellen. Lyberi heiße ich. Ich bin Impers großer Bruder. Der Name des Schwertkämpfers, der die Prinzessin gerettet hat, lautet Link. Das Schwert der Stärke, das er trug, habe ich geschmiedet. Ich habe das Schwert jetzt. Ein blaues Ungeheuer hatte euch entführt und genau dieses Ungeheuer wollte Link besiegen. Ich habe mein Leben der Erforschung der Geschichte Hyrules gewidmet und Risse spielen darin eine wiederkehrende Rolle. In unserem Land sind schon immer von Zeit zu Zeit kleine Risse erschienen und manchmal sind auch Leute von ihnen verschluckt worden. Wem dieses Schicksal widerfährt, der kehrt nie mehr zurück. Du bist zurückgekehrt. Er ist sprichwörtlich wie vom Erdboden verschluckt. Seit alters her sprechen die Leute davon, dass jemand weggezaubert worden sei. Jetzt kommt Link ins Spiel. Er hat für mich gegen die Monster gekämpft, die herauskommen, wenn sich irgendwo ein Riss auftut. So wollten wir möglichst viele Leute davor bewahren, weggezaubert zu werden. Mein Beitrag war ein Schwert, das ich für ihn geschmiedet habe. Es ist besonders effektiv gegen die Monster aus den Rissen. Und nun ist dieses Schwert in euren Händen, Prinzessin. Das Schwert der Stärke, das ich für Link erschuf. Link war also auf der Mission, die Risse zu bekämpfen? Hi. Unter den Monstern, die aus den Rissen gekrochen kamen, war ein besonders furchterregendes blaues Ungeheuer. Unsere Theorie war, dass wir nur dieses blaue Ungeheuer bezwingen müssten, um das ganze Phänomen der Risse ein für alle Mal zu beenden. Laut dem, was ihr mir erzählt, Prinzessin, ist es Link tatsächlich gelungen, seine Mission zu erfüllen, das Ungeheuer zu bezwingen. Doch die Risse sind nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie breiten sich überall aus. Unsere Theorie hat sich also als fehlerhaft erwiesen. Der Riss im Wald wurde geschlossen. Trotzdem bleibt Link verschollen. Ich muss zugeben, mir ist unklar, was nun der nächste Schritt sein sollte. Was spielt der Sohn in seinem Bartzipfel rum? Es wabbelt. Dein Bart wabbelt. Eure Hoheit, werter Lyberi. Als ich in Schloss Hyrule vom Riss verschluckt wurde, hatte ich das Gefühl, an einem fernen Ort geschleudert worden zu sein. Und die Prinzessin fand mich schließlich in einem ganz anderen Riss, in jenem, der sich hier im Wald aufgetan hatte. Wie bin ich über so eine weite Distanz transportiert worden? Die Welt innerhalb der Risse ist ganz anders verbunden als diese Welt hier. Meine Gefährten haben mir erzählt, dass es auch anderswo noch sehr große Risse gibt. Der König und die anderen befinden sich womöglich in einem dieser Risse und somit an einem ganz anderen Ort. Dann gilt dasselbe auch für Link. Hör mal, Zelda. Ich fliege mal eben ganz hoch, um mich umzusehen. Vielleicht kann ich von dort die anderen Risse sehen. Oh geil, kriege ich jetzt die ganzen Risse auf die Karte eingezeichnet. Das habe ich gesehen. Impa ist nicht ganz koscher. Impa? Gennen? So, ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich weiß zwar nicht, in welchem Riss dein Vater und die anderen sind, aber ich habe weitere größere Risse gesehen, die wir betreten können. Boom, boom. Okay, 2. Ich habe die Stellen auf deiner Karte verzeichnet. Wenn wir alle Risse schließen, können wir die Verschwundenen sicher retten. Also lass uns aufbrechen, einverstanden? Nein, haltet ein, eine Prinzessin darf sich nicht solcher Gefahr aussetzen. Das darf eine Prinzessin ja wohl selbst entscheiden. In der Tat ist sie die Einzige, der es bisher gelungen ist, einen Riss zu schließen. Damit Hyrule diese Krise übersteht, muss jeder von uns seinen Beitrag leisten. Das stimmt zwar, aber... Prinzessin, würdet ihr zusammen mit Tri eine Reise durch Hyrule antreten und euch vor Ort der Risse annehmen? Das ist unsere einzige Chance, sie zu schließen und den König und die anderen zu retten. Sinstra, du hilfst mir hier bei meinen Nachforschungen bezüglich der Risse, um die Prinzessin auf ihrer Mission zu unterstützen. Jawohl, Nachforschung ist mein Spezialgebiet. Die vom werten Tri gekennzeichneten Risse scheinen sich in der Gerudo-Wüste sowie in den Jabul-Gewässern zu befinden. Solltet ihr genauere Informationen zu diesen beiden Gebieten benötigen, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an mich wenden.
Eure Hoheit, ich hoffe, ihr werdet euren Vater, den General und die anderen Verschwundenen recht bald finden. Eins noch. Das Schwert, das ihr nun tragt, birgt noch ungenutztes Potenzial. Ich meine, das stand Level 1. Mit Hilfe meiner Forschung kann ich euch diesbezüglich vielleicht helfen. Wenn das eure Neugier weckt, sprecht mich darauf an. Mach mein Schwert besser. Warum heißt es nicht Master Schwert? Vielleicht kriegen wir das noch. Genau, ich brauche die Kristalle und die Kristalle machen dann wahrscheinlich das Level höher von dem Schwert. Aber natürlich ist es nicht das Schwert, das Link trug, sondern natürlich ist es kaputt und muss wiederhergestellt werden. Schwert Energieleiste. Ich habe nur 5. Los. Warum ist das eine Maschine? Warum schmiedet er das nicht? Halt, Keller. Oh mein Gott, es gibt einen Keller. Egal. So, und ich glaube, ab jetzt kann ich einfach überall hin und alles erforschen und kann halt selber dann entscheiden, wann ich hier hingehe oder da hingehe. Aber hier ist noch was. Die Suche nach dem König. Die Suche nach dem König. Ich laufe mal rum. Ich glaube vor allem... Oh, das habe ich noch nicht. Ich guck mal, ob jetzt diese Frau da wieder da ist. Vielleicht bedankt die sich bei mir, dass ich sie gerettet habe. Der Riss sollte hier gewesen sein. Hier sind die gegangen und dann wurde sie verschluckt und hier stand der Mann. Und der Mann gehört zu diesem Dorf. Und das ist sie nicht. Aber das ist der Mann und... Hallo Fremde. Es gibt Nebenquests, oh mein Gott. Die fliegende Pflanze muss ich bekämpfen. Ich glaube... Keine Ahnung, wo der ist jetzt. Haben wir jetzt andere Sachen zum Kaufen hier? Alles gut, Drop. Hab einen schönen Abend. Meine Frau ist wieder da. Sie war vor meinen Augen von einem Riss verschluckt worden. Ich wusste nicht mehr ein und aus, aber sie ist zum Glück zurück. Okay, und wo ist sie? Hä? Wo ist sie? Was hast du mit ihr getan? Wo ist sie? Wo ist sie denn dann? Es ist immer der Partner, Leute. Es ist immer der Partner. Sie ist nicht da? Sie ist nirgendwo. Ich war doch in ihrem Haus, oder? Okay, ich war nicht in Marios Haus. Okay, da ist sie. Alles gut. Ich hab dich gerettet, gib mir Geld. Okay. Dann, bisher finde ich es relativ übersichtlich. Ich kann jetzt einfach dahin, wo der Riss war und kann dann nach oben. Und sogar, wir haben auf der Karte sogar angezeichnet, dass hier Grund des Brunnens, Küstenhöhle. Okay, da steht nichts. Warum steht da nichts? Woran weiß ich, dass ich ein... Game over? Woher weiß ich, dass ich einen Brunnen, ein Dungeon abgeschlossen habe? Daran, dass er markiert ist? Oder daran, dass sein Name steht? Hier steht kein Name. Ich wünschte, das wäre wie in den anderen Spielen, dass dann so ein Haken dran ist. Y. Oh, ist das... Hier habe ich die Herzteile gefunden.
Kristalle der Stärke, 5 Stück. Trotzdem ist hier Küstenhöhle. Ja, Küstenhöhle ist auch eins. Also kriege ich zumindest angezeigt, wo ich schon Sachen gefunden habe. Das ist nice, wenn man später alles abhaken möchte. Ich wünschte mir, der Dungeon an sich hätte einen Haken, dass ich weiß, okay, ich muss da nie wieder rein. Ist da ein Wanted-Poster von mir? Gesucht, Prinzessin Zelda. Das ist sehr gut gezeichnet. Das ist wie das One Piece-Plakat von Sanji am Anfang. Wo der falsche Typ fotografiert wird und er sich dann rächt wegen dem hässlichen Bild und so. Goldschüler, was? Falsches Spiel. Oh. Oh Gott. Ertrinken die? Wie besiege ich Octorox? Schreib's ganz gut mit Sanji. Das Bild sieht echt so aus. So ein abgefucktes Bild von Zelda. Ah. Octorox. Chilled. Oh mein Gott, chilled. Moment, was war da oben gerade? Nix. Ja doch. Reicht es? Salz. Alter, was gibt's hier alles? Am Ende kann ich hier sogar kochen. Am Ende kann ich Krog-Folterungsmaschinen bauen. Greifen die an? Oh ja. Also bitte. Also bitte, Mr. Rabe. Also, Mr. Rabe. Ich weiß gar nicht, ob ich dich will. Das war ja peinlich. Pekra. Es kommt von Peck und Rabe. Okay, das scheint mir Gerudo-Wüste zu sein oder so. Boah. Auch einfach den hier. Aber wie... Kann ich einfach so machen? Ich kann einfach so machen. Gefällt dir der Anfang bisher schon mal? Auf jeden Fall. Ich glaube eher, dass, was ich mitgekriegt habe vom Spiel, dass es am Ende eher immer nerviger wird zu spielen, wegen der Menüführung. Und weil es sich ein bisschen zieht und so. Weil du unglaublich viele Dialoge zum Lesen hast. Aber... Ich finde die Mechanik geil. Ich find geil, dass so viel aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom drin ist. Allein die Magnesis und sowas. Oder dass ich halt Sachen nehmen kann. Einfach, ich kann einfach alles nehmen und zu mir herbringen und so. Und es funktioniert. Man hätte irgendwie nie gedacht, dass es geht, ein 2D-Zelda und 3D-Zelda mischen. Aber es geht super gut. Gerudos. Oh mein Gott, ich bin sogar eine Frau. Ich muss mich nicht als Frau verkleiden. Hey, ich gehöre zu euch. Also, quasi. Die Gerudo-Wüste. Cute. Irgendwo hier müsste ich einen Zugang zum Riss öffnen können. Aber diese Wüste ist so riesig, da weiß ich gar nicht, wo man anfangen sollte zu suchen. Sollen wir uns einfach mal in der Umgebung des großen Risses umsehen? Oh mein Gott. Ah. Okay, irgendwie ist der süß. Irgendwie ist der süß, der Gegner. Ich bin ungefähr bei der Mitte jetzt. Mir gefällt's auch.
Hallo, Gerudos. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich breche gleich zusammen vor Erschöpfung. Oh. Ich auch, aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss in der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Oh. Lass uns nicht unterkriegen. Wir müssen den Riss verschwinden lassen und die Gerudo-Kultstätte zurückerobern. Ich mach das schon. Frauenpower. Yeah. Scheiß auf Männer. Wir brauchen sie nicht. Wir machen das selber. Hüpf, hüpf, hüpf. Was? Scheiße. Wie? Was ist das hier? Soll ich dich besiegen oder soll ich dich einfach? Was ist, wenn du mir aber ein Herz gibst oder so? Oh jemine. Wo habe ich die Fee her? Was? Keine Chance. Keine Chance. Er hat keine Chance. Den habe ich noch nicht? Gürtelpraller. Was ist an dem? Ach, Level 2. Ach, die haben auch noch verschiedene. Sag jetzt aber nicht, das ist ein anderer. Gürtelpraller. Gürtelpraller 2. Das braucht's doch nicht. Macht er genau das gleiche? Wofür brauche ich denn jetzt Level 1? Überschreibt es doch. Braucht doch keiner. Oh Gott. Ein bisschen schwer auszuweichen. Ich mach so. Da kommt keiner durch. Komm her. Ins Buch schauen. Frostkaktus. Ey, das ist ja wie in Breath of the Wild, Mann. Ins Buch. Ich weiß nicht, was ich im Buch sehen soll. Hier. Rollt sich zusammen und rast auf Gegner los, so schnell, dass selbst Abgründe kein Hindernis sind. Ja, eben. Das Ding ist in allen Dingen besser. Warum soll ich Level 1 noch einsetzen, wenn der bei einer Wand Stopp macht und der über Abgründe drüber geht? Also es gibt keinen Grund, dass der noch existiert, finde ich. Aber mal schauen. Heilung. Was ist eigentlich hier? Schwierigkeitsgrad? What? Gibt's coole? Gibt's irgendwas? Ich meine, ich habe ja quasi alle Amiibos. Gibt's irgendein Amiibo, der empfehlenswert ist?
Bis jetzt habe ich nur Items rausbekommen, habe nur Zelda Amiibos eingescannt. Ich glaube, andere gehen auch nicht wahrscheinlich. Ja, Panik. Die Panik in seinen Augen. Gibt's irgendwas, wo ich Herzen rauskrieg, bitte? Hier ist der Riss. Ein Riss. Können wir nichts machen? Okay. Schön, dass sie hier... Ich meine, das Piepen ist wenigstens nicht so laut wie ganz früher. Aber es ist auch nicht so angenehm wie in WoTW, wo es einfach so ein angenehmes Geräusch oder gar keins macht nach einer Zeit. Der Charakter rot leuchtet. Hallo, hättest du gerne eine Frostmelone? Es gibt Gegner, die können Sandstürme erzeugen. Ein Deku! Willkommen, ich bin ein Händler Deku und dies ist meine Smoothie-Shop-Filiale. Geil, es gibt wieder Dekus und keine nervigen Crocs. Bei uns kannst du deine eigenen Smoothie-Kreation verwirklichen. Oh geil, ich kann kochen, nur halt nicht selber. Apfel, Traube. Nur zwei? Okay. Wer soll sonst Smoothies herstellen als ein Croc, ne? Als ein Deku. Bada boom. Ja, das Heilgeräusch müsste wirklich nicht sein, oder das hat halt ein Herz piepen. Ich fand es so viel besser, wenn der Charakter einfach leicht rot leuchtet. Als dass du ständig dieses Piepen hast. Könntest du für uns 10 Smoothie-Rezepte entwickeln? Natürlich. Eine Traube, zwei Trauben, drei Trauben. Die Saftkraft. In Saft und Kraft. Fliegende Bodenfliesen, die kenne ich aus OOT. Soll dir eine Fliese bringen? Oh, das war ein Gegner. Noch eine. Frost. Ich meine, haben die Smoothies jetzt irgendeine coole Fähigkeit? Vitalmix. Es ist halt wirklich Kochen. Geil. Okay, ich mach mal was mit Frost. Weil ich sehr stark schätze, dass ich das irgendwie brauchen werde. Frost und... Butter? Butter. Leuchtmix Smoothie. Muss aber irgendwo ein Herz jetzt hier drin sein, in diesen... In irgendwas. Ach, die erzeugen diese Sandstürme. Okay. Nein! Nein! Okay, aber sie tun mir nicht weh. Tornando. 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 Ok,
Ich schätze mal, dass ich hier auch keine Karte habe. So, quasi. Ist das hier der Dungeon? Nee, das ist wahrscheinlich Gerudo Sede. Da unten ist der fette Riss. Der Riss. Die fliegende Pflanze. Was ist das? Stempel? Ah, das sind diese Stempel, die ich sammeln kann. Oi. Oh mein Gott, das ist quasi Tingle, ja. Nur dümmer. Ich bin der Stempelmann. Stempel sind mein Leben. Das ist ja wirklich eine Sache in Japan, diese Stempeldinger. Ich habe das leider dort gar nicht gemacht, weil ich es nie gesehen habe. Aber wenn man Ausschau hält, dann hat halt Läden, Attraktionen, haben so Stempel. Und man hat dann halt so ein Tagebuch dabei und kann sich Stempel geben lassen als Erinnerung an den Ort, wo du warst. Und das sind richtig krass schöne Stempel. Es gibt nicht in Wasser, Gebäuden und Höhlen gibt es keine Stempelstation. Okay. Es gibt ja schon genug. Es gibt Herzen-Collectible. Dann gibt es jetzt Smoothies und jetzt gibt es noch die Stempel. Und ich habe immer noch kein Herz. Ich verreck gleich. Okay, da ist Stadt. Lasst mich rein. Ich bin eine Frau auf Reisen. Ich brauche Heilung. Wie so ein Tipp, wie du dich einfach heilen kannst, ein Bett erschaffen und drauflegen. Das kommt jetzt sicher etwas unerwartet, aber glaubst du an die Existenz von Tornadogeistern? Ich habe sie selbst gesehen. Ein Gesicht im Tornado habe ich gesehen. Es muss ein Geist gewesen sein. Der Tornadogeist. Oh, ein neuer Topf, der genau das gleiche macht wie immer, nur blau ist anstatt braun. Wo kann ich hier was kaufen? I got the money. Chili? Was ist das? Ja? Gerudo-Sandalen, Treibsandschutz. Ich hab nicht genug Geld. Ich hab nicht genug Geld. Und jetzt redet sie nicht mehr. Katzi! In der Wüste. Liegt nicht im Schatten. Unlogisch. Okay, ich lege mich jetzt auf dem Bett. Ich habe keinen Bock mehr. Es piept und piept. Passt schon. Bringt es überhaupt was, das Feuer anzumachen? Ist es noch an? Nee, es geht aus. Okay. Oh, es gibt viele Quests, ey. Bring mir ein intaktes, flüchtiges Gestrüpp. Okay, die sind echt die ganze Zeit immer zerbröselt. So viele Quests. Okay, ich soll sie schnappen. Warte. Dafür brauche ich bestimmt irgendwas.
Okay, wenn man erst spammt, ist das... Hallo, ich hab sie. Mich verarschen? Ich hatte sie. Okay, mit erst spam ist das ein Witz. Die mögen hier ihre Frustkakteen. Tschüss, fahr vorsichtig. Ich darf da nicht rein. Aber ich bin Frau. Wir müssen doch zusammenhalten. Link musste sich immer verkleiden. Die Stadt ist nicht sehr groß. Trotzdem waren hier irgendwie 4 Quests. Da war ich noch nicht überall drin. Ich glaube, ich war überall drin. Katzis. Okay, sollen wir einfach mal da hingehen zu diesem Riss? War der Kaffee eigentlich gut? Mein Mokka. Natürlich war er gut. Ich habe in diesem Land selten einen schlechten Mokka gehabt. Nur in Deutschland hatte ich noch nie einen guten Mokka. Wir waren alle unverschämt. Deutschland hat echt wenige, wenn überhaupt, Cafés. Das ist echt interessant. Wie Deutschland hauptsächlich aus Bäckereien besteht, wo du einen Kaffee natürlich kriegst, aber das ist halt kein Kaffee. Das ist halt ein Kaffee und kein Kaffee. Ich brauche einen Barista mit abgebrochenem Studium, der mir einen Kaffee 5 Minuten lang macht und ein schönes Herz in den Schaum reinmalt. Was du hier überall an jeder Ecke hast. Und sind alle großartig und lecker und schmecker und überteuert. Was hast du in Deutschland nicht? Zumindest nicht an jeder Ecke. Wo komme ich rein? Wenn Rosa weg ist, machst du heute länger? Ich mach doch schon länger. Ist doch schon 7:15. Was bist du? Ein Zombie. Oh mein Gott. Versteckt er sich? Ah! Das ist tatsächlich ein Redead. Der Schrei ist echt creepy. Oh mein Gott. Okay, die machen alles kaputt. Mac ist da damit angefangen. Also ich weiß... McDonald's hat guten Kaffee, ich weiß, ja, aber... Sag mal, wie viel hältst du aus? Warum mache ich eigentlich nicht den hier? Ich will keinen Kaffee aus irgendeiner Maschine. Ich will einen Kaffee, den jemand handpresst. Und wie gesagt, mit abgebrochenem Studium mir überreicht. Ein Barista. Oh, hier. Ich benutze die Kraft zu wenig. Okay, langsam reicht's mit den Kakteen. Okay, aber was war da? Warte mal, da ist doch irgendwas. Genau, richtige Maschinen, genau, ja, dann.
Kann ich hier einfach jemanden durchrollen? Ja, cool. Kann ich... Achso, ich kann wahrscheinlich einfach das hier machen, okay. Ich bin so klug. Oh, ich kann die kopieren. Die Windgun. Und schon hat Leo Brutalander aufgegeben. Happens. Bitte zeige doch Beast, dem unwissenden Gengar-Fan, einen Link, auf den er klicken kann, um sich eines Besseren zu belehren. Oder irgendjemand. Ist das jetzt hier so ein Mini-Dungeon? Ich kann selber Tornados machen. Hier. Ihr könnt mir gar nicht wehtun. Denen ist der Wind total egal. Chili. Ne Chili. Glutpfeffer. Okay. Wir können doch einfach Chili sagen. Was ist das? Felstoffel. Das ist irgendwie nervig, dass ich nur Nahrung kriege die ganze Zeit. Gib mir doch coole... Gib mir Geld. Gib mir coole Items und nicht Smoothie-Zutaten. Das ist fake, der Hintergrund ist ein ganz anderer. Verdammt, du hast mein AI-Modell entdeckt. Meine Reaction ist witzig, ja. Weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Komme ich irgendwie darüber? Ja, es hat sich herausgestellt, man muss nur nicht aufpassen und schon kommt das Brutalander. Wie gesagt, man darf keine Aufmerksamkeit denen geben. Dann fühlen sie sich... unterrepräsentiert und kommen sofort raus. Ich meine, ich kann ja einfach da hoch, oder? Bringt nur nichts. Mich da hoch. Das Baum. Wüstenbaum. Elefantenbaum. Soll ich jetzt diese ganzen Dinger da wegblasen? Oh. Okay. Ein Herzteil gefunden. Und so hat man direkt 5 Herze. Ich wünsche auch, ich hätte so Quick, weil sowas wie das Bett oder den Tisch will ich immer. Aber so ein Quick-Rad, wo ich 8 Sachen reinlegen kann, 4 Sachen reinlegen kann, die immer geil sind.
Oh, wo soll ich denn nur hin? Da bin ich gerade außen rum. Das Tagebuch führt mich hierhin, aber... Aber hä? Ich hatte nachher auf die zuletzt benutzt gestellt, dann sind die an der ersten Stelle. Ja, das habe ich am häufigsten verwendet. Zuletzt gemerkt. Nach Kosten, nach Typ. Zuletzt ausgewählt. Ja, zuletzt ausgewählt. Ist was? Wer bist du? Auch Erlaubnis. Jetzt hat sie Angst vor dem. Geil. Okay, selbst mit einem Gegner wird sie nicht weggelockt. Aber hier bin ich richtig. Ich spüre meine Freunde, meine Zitronen. Ich spüre die Anwesenheit meiner Gefährten. Wie du kannst durch Materie gehen. Unter uns gibt es eine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen kann. Lass uns gehen. Okay, ich kann nicht. Du kommst da nicht einfach so hin? Was machen wir da? Buddeln. Wollen wir die Person dort drüben fragen? Vielleicht weiß sie ja, wie man unter den Sand gelangen kann. Ja, die wollte mich nicht reinlassen. Blas sie einfach weg. Ne? Du schon wieder. Du willst unter den Sand? Das ist unmöglich. Hier dürfen nur Personen durch, die die ausdrückliche Genehmigung der Gerudo-Königin haben. Also verzieh dich, ja? Boah. Was ist das für ein Schrei? Ist da etwas was vorgefallen? Allerdings darf ich meinen Posten hier nicht verlassen. Ich rette sie. Ich rette sie. Ich rette sie. Es ist die Königin oder Prinzessin. Da liegt jemand. Ich blas sie weg. Die Monster sind weg. Okay, du bist, glaube ich, nicht die Königin. Hast du sie alle besiegt? Diese Monster hat mich überwältigt, aber du bist ganz allein mit ihnen klargekommen. Ich verdanke dir mein Leben. Aber ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich bin Dona, Kommandantin der Gerudo-Kriegerinnen. Wie heißt du? Link. Freut mich, dich kennenzulernen, Zelda. Du sollst dich geheim halten. Jeder kennt Prinzessin Zelda. Warum sagst du Zelda? Sag mal, was führt dich überhaupt an diesen Ort? Überall Wanted-Poster fangt Zelda und sie sagt, hallo, ich bin Zelda. Verstehe. Du reist herum und schließt überall die Risse. Du kannst sie schließen. Wir machen uns hier auch gerade riesige Sorgen wegen diesen Rissen, musst du wissen. Irgendwer meinte, wir müssten nur alle Monster besiegen, dann würde er schon verschwinden. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Der Riss ist kein Deut kleiner geworden und der Nachschub an Monstern, die aus ihm herausströmen, scheint unerschöpflich. Wenn der Riss nur wieder weg wäre, hätten wir endlich nicht mehr so viele Verletzte zu beklagen. Hör mal, Zelda. Meinst du nicht, sie weiß vielleicht auch, wie man unter den Sand kommt? Was ist Zelda? Achso, sie sieht ihn nicht. Ja, ich will unter den Sand. Kultstätte, sandbedeckt. Zugang freilegen. Wie legt man ihn frei? Im Inneren der Höhle, die von der Soldatin dort bewacht wird. Monster, nicht einfach hineinspazieren. Warum ist er blockiert? Weil Kultstätte, weil Monster drin sind. Mhm. Okay, verstehe. Aber ich muss da runter, Dona. Ich muss da runter. Gut, dann müssen wir einfach durch die Gerudo-Königin von deinem Plan überzeugen. Okay. Na dann los. Palast. Da war ich schon. Ich kann sogar schnell hinreisen.
Aber wir können auch laufen. Ach man, ich war vorhin hier und dann bin ich hier hochgegangen, anstatt einfach nach da zu gehen. Wow. Lasset mich durch. Ich bin... Okay, ich darf einfach durch, nice. Ist das sogar die? Nee, die heißt Facette. Facette. Königin Sera. Ah nee, die heißt Facette. Sie heißt Sera, okay. Es liegen Berichte zur Versiegelung des Zugangs zur Kultstätte mit Sand vor. Wie vorher gesehen hat die Zahl der Monster abgenommen. Wenn wir die übrigen Monster alle besiegen können... Zelda, du bist da. Ich bin hier. Königin Sera, dies ist die Hylianerin, von der ich euch berichtet habe. Okay, Zugang, wir brauchen Zugang. Ja, Monster sind da drin. Ja, Kultstätte. Kein Problem, ich werde alle besiegen. Ja, 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 wir warten auf Zugang, den Riss kaputt machen. Facette, okay, Monster. Jep, jep, jep. Jep, jep, jep. Das habe ich auch als Kritik gehört, dass viel geredet wird, aber es alles... unnützes Zeug ist, was sie reden. Klar ist es Worldbuilding und sowas. Aber ich weiß einfach, was sie sagen. So, ich muss jetzt dahin und einfach die Welt retten. Jetzt vertrauen sie mir nicht, okay. Sie vertraut mir. Wir bekommen jetzt keinen Zugang. Ey, ich habe nicht die Zeit, mit Außenseitern zu plaudern. Facette, fahren wir fort mit deinem Bericht. Okay, Dona, Dona, Dona. Okay. Warte bitte, Hylianerin. Dona hat mir eine Nachricht für dich gegeben. Sie ist zur Oase im Osten aufgebrochen und möchte, dass du dich dort hinbegibst. Du wirst sie schnell finden, wenn du einfach nur von der Stadt aus nach Osten gehst. Okay. Ich kann auch, glaube ich, einfach so machen. Ich war doch schon überall. Zitrone, los. Mit der Kraft der Zitrone. Keiner der Risse ist kleiner geworden. Danke für die Meldung. Ruht euch aus. Ich weiß wie, ich weiß wie. Lass mich einfach da runter. Meinetwegen können wir auch ein Loch reinsprengen in den Sand und ich kletter runter. Du sprichst doch die Wahrheit, oder Zelda? Du kannst wirklich Risse schließen? Dann müssten wir der Königin und Facette doch beweisen können, dass du keine Hochstaplerin bist. Wie, ich soll jetzt kleine Risse schließen? Ich habe keine Zeit, um kleine Risse zu schließen. Ich soll nur einen der Risse schließen? Also jetzt, also wenn, dann alles. Also die drei hier. Okay. Game over. Ja, krass. Was ist das? Die fliegende Pflanze? Warum? Warum ist es blau? Ist das der Unterschied einfach? Nebenaufgaben sind blau, okay. Eine verzweifelte Gerudo hatte ich gebeten, ihr eine der Gestrüppkugeln zu bringen. Muss ich das machen, indem ich mit dem... Oh Gott. Indem ich die da hinpuste? Ich puste die da jetzt hin. Es wirkt aber umständlich. Hat super geklappt.
Okay, das probieren wir aber nochmal, weil ich habe Angst, dass es das berührt hat. Nee, ich habe nicht berührt. Der Wind macht die kaputt. Okay, das heißt, entweder ist irgendwo eine, die nicht kaputt geht. Oder ich check's nicht, wie ich die transportiere. Aber wenn nicht mal Wind was bringt. Da oben war ich, das war einfach nur... Okay, das ist schon der eine Riss, okay. Wasser. Was ist mit euch? Wir sind schon eine Weile bei diesem Riss hier stationiert. Während der andauernde Monstergefecht ist uns dann irgendwann das Wasser ausgegangen. Und eure Stadt ist 10 Meter weiter oben. Smoothie-Stand, Kaktus-Smoothie besorgen. Okay, ich mach Kaktus-Smoothie. Wahrscheinlich einfach 2 Kakteen zusammen und fertig. Ich will so eine Wüstenstraudel. Wie heißen die Dinger? Die 10 Rubine habe ich aber jetzt nicht gekriegt. Teleportieren, das ist so gut. Wenn das nicht wäre, so wie damals, ganze Zeit hin und her gehen. So, wie transportiere ich dich? Was? Ach so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Es ist zu einfach. Okay, ich dachte mir schon, dass ich nichts berühren darf, aber ich muss es einmal ausprobieren. Du das? Ja, die war das. Wow. Warum habe ich da nicht dran gedacht sofort? Nicht anfassen. Oh. Das ist echt, glaube ich, so die beste Belohnung, die man kriegen kann. Okay, Smoothie Time. Hier gibt es keine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen könnte. Okay. Das heißt, ich check quasi die 3 und dann nur bei einem wird's gehen. Ich schätze mal, dass es bei dem da oben ist. Weil das am weitesten weg ist und am krassesten aussieht. Die anderen wären zu offensichtlich. Was wollt ihr? Ein Smoothie? Ich glaube, da war ich schon drin, oder? Okay, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen lassen. Prinzessin Zelda lässt nur kämpfen. Weil könnte ich jetzt nicht auch einfach... Okay, Hilfe. So machen. Dann gucken sie rein, ey. Hallo, Sandwich-Katze. Wer hätte gedacht, dass du uns retten würdest? Tja.
und kein Zugang. Wer hätte es gedacht? So, hier war ich drin. Ja. Und dann gehe ich jetzt da hoch. War ich da oben schon? Zitrone, los! Ich guck mir das da oben erst noch an. Hier war ich noch nicht. Oh, hier ist Treibsand. Da brauche ich diese Schuhe. Nein. Aber ich sehe echt knuffig aus als Link. Oder halt mit dem Schwert. Hallo, 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 hallo. Oh, hier ist kämpfen. Oh, die sind neu. Aber die schon mit dem Schwert kämpfen. Oder mit dem Knüppel. Keulenäblin. Oh, der eine hat sogar einen Bumerang. Ich warte hier mal. Oh, der hat ein Horn fallen lassen. Ist das eine Zutat? Ist ja cool, wenn ich das Leben sehen könnte von denen. Dass ich weiß, wie viele noch aushalten oder so. Gott, warum kannst du mehrere Bumerangs... Was? Warum kannst du mehrere Bumerangs schmeißen? Du solltest einen haben und warten, bis der wiederkommt. Das ist kein Pfeil und Bogen. Einfach 10 Bumerangs. Okay. Bumerang ist echt gefährlich. Ah. Warum hast du unendlich viele Bumerangs? Bitte? Okay, dann lasse ich halt wieder kämpfen. Ich bin viel zu sehr im Gefecht. Ich bin viel zu gut, um selber zu kämpfen. Ich bin schließlich Prinzessin. Ja. Wieso geht der Bumerang überhaupt nach unten? Ist er tot? Meister ist tot. Ah, mich ruft gerade jemand an. Auch geil. Amazon ruft an, um zu sagen, dass sie in 3 Minuten da sind. Das ist so interessant. Manche irgendwie kennen das hier und wissen einfach, wie man hier reinkommt. Und andere rufen an und andere lassen das draußen im Regen liegen. Und andere klopfen extra und warten, bis du ran und rauskommst. Und er sagt 3 Minuten vorher Bescheid. Luxus hätte ich gerne. Ich weiß, es ist hier normal. Die wollen einfach nicht nochmal kommen. Deswegen rufen sie an. Und sie kommen abends. Ich glaube, die kommen hier eher abends, weil es einfach der letzte Ort der Route ist oder so. Okay, ich weiß jetzt nicht, wann 3 Minuten um sind und wie lange ich jetzt auf den da draußen warten soll. Geil. Interessant.
Nee. Okay. War ich deswegen jetzt hier, um einfach die Dinger zu kriegen, oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oder ist irgendein Rätsel? Oh, shit. Okay, aber hier. Hier war ich nicht, oder? Nee. Also, ich gehe mal kurz raus. Bin gleich wieder da. Wow. Jetzt bin ich stinksauer. Der Typ ruft an, um zu sagen, dass er gleich da ist. Ich stehe draußen, niemand da. Dann ruft er mich wieder an und sagt, er ist da. Er steht da und da. Da habe ich gesagt, okay, das ist 1 Kilometer weit weg. Du bist nicht hier. Das ist nicht meine Adresse. Sagt er, doch. Ich bin zu der Adresse gefahren. Sag ich, nein. Weil das, was du mir sagst, ist 1 Kilometer weit weg. Ich weiß, wo das ist. Das ist nicht hier. Und dann ewig lang so, hello? Und ich so, ja. Du bist nicht da. Also ja, aber ich stehe draußen. Ich so, nein, du bist nicht an der richtigen Adresse. Das ist meine richtige Adresse. Okay, ich guck mal. Legt auf. Ich stehe da, warte. Krieg eine E-Mail von Amazon. Ihr Paket konnte nicht zugestellt werden. Bitte geben Sie uns mehr Informationen, dass wir das Paket zustellen können. Alter, der Typ kann nicht mal... Hä? Benutzt fucking Google Maps, gib die Adresse ein und fahr dahin. Und vor allem, bleib dann mit mir am Telefon, dann kann ich dir sagen, wo du lang musst. Das typische Not my job. Moment mal, doch, es ist dein fucking Job, Pakete zu liefern. Also vielleicht verstehst du, wie Google Maps funktioniert. Oh mein Gott. Das war gestern schon genauso. Gestern hat er auch angerufen, aber da bin ich nicht rangegangen, weil ich es nicht gemerkt habe. Stand er wahrscheinlich auch irgendwo und hat nicht verstanden, was das ist. Wir sollen das Paket jemandem geben, der versteht, wie Google Maps funktioniert. Oder irgendwie versteht, wie eine Stadt aufgebaut ist. Stinksauer, Idioten. Zum Glück ist da nichts Wichtiges drin, was ich sofort brauche oder so. Vor allem, der hat mich mit der Nummer angerufen. Ich kann die Nummer nicht zurückrufen. Auch interessant. Ich habe da eine SMS an die Nummer geschrieben. Nochmal die Adresse, die er eingeben soll. Nicht zustellen. Konnte nicht zugestellt werden. Oh, interessant. Man kann Amazon nicht zurück anrufen. Der Riss in der Grabhöhle. Hallo Henriette. Würde ich Amazon melden? Mache ich ja automatisch dadurch, dass ich denen jetzt schreiben muss. Aber ich kann denen nicht mehr schreiben als meine Adresse. Noch nie hatte jemand ein Problem, das hier zu finden, weil du gibst die Adresse einfach ein und dann stehst du hier davor. Also der Typ hat einfach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was man falsch machen kann, wenn man Google Maps benutzt. Ups. Kämpfe, während ich schlafe. Geht es nicht während Action? Doch. Jetzt ruft er mich wieder. Einen Moment. Der ist komplett unfähig. Er hat wieder gesagt, er steht vor der Tür, aber tut er nicht und jetzt ruft er nicht mehr an. Aber ich höre jetzt eh auf zu streamen. Sinnlos. Ich kann eh nicht jetzt groß weitermachen. Ich bin morgen wieder da. Keine Ahnung, was wir morgen machen. Irgendwas. Und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch.